Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer Grün. Pokémon Tempo, Mann. Bei uns ist es schon eine halbe Ewigkeit her, seit wir das letzte Mal Feuer Grün gespielt haben. Was haben wir überhaupt für Pokémon? Ja, das ist nämlich eine gute Frage. Ja, wir hatten Schnee-Pikachu, wir hatten ein depressives Raupi, das dann nicht mehr depressiv war. Ja, wir haben es ja auch gefangen. Warum sollte es dann noch depressiv sein? Wir hatten doch noch Glumanda und Shiggy hatten wir. Hatten wir nicht noch einen Fliegerkappe? Guck doch einfach nach. Hatten wir nicht einen Fliegerkappen-Topsi und eine Fliegerkappe? Kann auch sein, weil Das waren seine Haare! Das war Hippie-Tops! Ja! Das war so eine dumme Flugkarte. Wir haben einen Glumanda auf Level 5, heftige Lage. In Smetbo haben wir? Ach ja. Wir in Smetbo, der muss das. Weil das ist das depressive Topsi. Ja, das war das depressive Raupi. Topsi, depressives Topsi, genau. Ja. Yeah, Mann! Schneepika, das ist ja ein bisschen überlevelt. Schillock ist noch stärker, nur so. Ja. Ich finde, wir müssen Glumanda trainieren. Glumanda ist geil, ey. Ja, deswegen hatten wir es, glaube ich, auch noch. Genau, Glumanda ist zu schwach. Ich nehme Okay, oder so. Ist mir scheißegal. Verdammt, komm ich zurück. Escape. Oder auch nicht? Hä? Achso. Kollege, kennt die Tasten auf der Tastatur nicht? Nee. Mit konntest du ja. Oh, Team, hey, Rocket Rüpel hier. Ja, irgendjemand muss vorgehen. Hey, du Rocket Rüpel, du hast hier nichts zu suchen. Gerade, du. Egal, das ist eben Mann jetzt. Was ist überhaupt noch? Du hast ja nichts zu suchen, geh zurück. Das ist keine alte Frau. Ach so, war das gerade eine alte Frau? Egal, machen wir weiter. Ja, ne? Aber wir haben noch keines mehr. Wer ist denn das jetzt? Das sind Rocket Rüpel. Die Urmel haben eine Revolution gestartet. Die Urmel? Keine Ahnung, die Urmel. Das ging irgendwie um. Das ist nicht unser Problem. Jetzt hau ab. Was ist denn mit dem? Ach komm schon, Leute. Wir sind doch Freunde. Wir haben sogar fest hast dieselbe Uniform. Das ist, glaube ich, jetzt die Frau, oder? Ja, weil ihr sie geklaut habt, ihr verdammten Modediebe. Alles klar. Okay. Derselbe nochmal. Ach komm schon, Leute. Wir sind doch Freunde. Ja, okay, ich darf doch nicht lang. Und was steht auf dem Schild? Genau, ja. wir haben noch VM Schneider, weiß ich noch. Das ist gut. Stein geht um, warte nicht nochmal. Aber unser STA wurde geklaut, oder nicht? Ja. Genau, Zer. Stein geht unter Eiland, alles klar. Hier ist nicht das geheime HQ von Team Shocket, hier gibt es nichts zu sehen. Nicht schlecht, ey. Stein geht unter Eiland. Ist da nicht auch irgendwie ein Geowatz oder ein Rihorn untergegangen im Wasser, weil das der eine Schwimmer eingesetzt hat? Ja, genau. Ja, stimmt, das ist echt geil. Ja, wie gesagt, es ist schon etwas länger, ja? Das war wohl cool, die Szene. Oh. Okay. Sprech ihn an. Lass ihn doch mal rauskommen, dann. Oh, ja, wir laufen in die Höhle, sind reißen im Garten. Gut, ich bin für die Höhle. Deswegen oh, komm schon bitte, es muss einfach wieder eins kommen. Deswegen hat er sich auch außerhalb der Höhle. Oh, hier war auch der Lappenfreak. Ja, er war da einer. Ich weiß gar nicht mal, wie er klingt, verdammt, aber er war cool. Oh, Nightum, geil. Ja, damit. Sonderbomben. Jo, Party. Stopfen wir alle in Glumanda rein nachher. Jo. Hier sieht's doch toll aus. Ja, bestimmt. Hier läuft Wasser aus. Ja, noch ein Sonderbon. Belebe auch nicht schlecht. Klasse. What? Zubat, ey. Musste ja. Ein hammergeiles Zubat. Yeah! Sehr schön. Kein Schein wurde verwirrt. Bäm. Und tschüss, Zubat. Ja, komm, mach ihn schon. Heftig, ey. Was will die schwule Zubat von uns? Ja. Aber weißt du, dass es schwul ist? Müssen wir das ist überhaupt kennen? Ich folge dem Weg. Colin, du hast Vorurteile. Hier gibt es gar keine Geschlechter, fällt mir gerade auf. Ich sehe es so. Ja. Genau! Die. Jemanden. Ach, egal. Jawohl, weg, was? Genau. Wenn es schwuchterlich oder so ist, dann ist es ja nicht gleich, dass es was dagegen ist. Hä? Ja. Genau, ist nur die Aussage, es ist schwul. Ja, damit hast du Vorurteile. Vorurteile. Schwul wird in diesem Raum hier benutzt für eine andere Form von doof oder so. Alles andere sind Homosexuelle und diese Leute sind. Können den Kampf verlieren. Nur Leute, die sich. Ja. Verdammt! Warum bleibt das nicht auf aufführen? Wechsel noch zu Schneepika. Ich glaube, ich kann gar nicht fliehen. Das kann durchaus sein. Schillert, weil. Ja, ist eine Statuschecken. Muss sein. Leertaste. Hui. Mann, sie haben hier tauschen Status vertauscht, das ist das Problem. Boah. Normalerweise ist man tausch boah. Oben. Oh, ein Surfer, jawohl, und damit ist. Surfen wir 280, ja, nice. Tschüss.
Schön rechts. Das Gute ist, an den Pokerbällen können wir uns ja noch einigermaßen orientieren, wo wir noch nicht waren. Und, genau. Ja, wie man es im Labyrinth macht, einfach sich eine Seite aussuchen und dann immer da alle Gänge ablaufen. Also entweder immer rechts gehen oder immer links gehen. Ihr geht natürlich immer rechts. Ja, irgendwie ist Colin gerade nach links. Okay, nach rechts. Ich gehe gerade nach rechts und gehe dann die Leiter hoch. Okay. So, wenn ich jetzt wieder einer da. Das nein, irgendwie macht er die Pose nicht. Nein, ja? Ist ja auch keiner von denen. Oh, verdammt, ey. Das wird mich noch ein paar Mal aufregen. Ja, hoffentlich. Ich hab's angespritzt. Das arme, arme Kerlchen. Noch ein Sonderbomben, sehr schön. Gehört dazu. Großzügig mit ja. Nach rechts, ganz klar. Rechts. Aber unten links war ein Item. Puh, ja, nein, das ist kein Item. Oh, Erstauner. Ich bin ganz schön erstaunt. Und, oh, es geht nicht. Wie, das hat überlebt. Das macht Erstaunen. Ja, schreckt wirklich erstaunt. Ja, es wird ganz auch als Staume eingesetzt. Das ist scheiße, die Wandern, ne? Das ist voll verwirrend. Sonderbomben, nein, super. Auch gut. Boah, hallo. Was ist los? Ich werfe einfach Steine. Ja. Stein. Hat diese eine Mädchen, das der Junge als am Anfang eingesetzt hat, ich auch eine Attacke gehabt und Steine geworfen. Ja, nee, hat wirft ja einen Stein und rennt heulend im Kreis, weiß ich noch. Ach ja. Wirft einen Stein. Jawohl. Sehr schön. Das war das übermächtige Kleinstein. Storytechnisch? Ich glaube, wir wurden von der Polizei verhaftet und sind dann einfach ausspaziert. Genau, das auch immer. Ja. Das war das letzte, glaube ich. Wir sind voll schlau über das Spiel, ey. Ja, also. Ja, wann wir hätten natürlich auch die letzten Aufnahmen uns einfach angucken können. Wann haben wir das letzte Mal auch gespielt? Vor zwei Monate. Monaten. Ich glaube, es ist über länger her. Kann gut sein. Den neuen Laptop? So ein Monat? Wene? Ja, ist länger her. Ja, auch als Monat. Ey, bist du wieder da? Colin, du bist schlecht, völlig verwirrt. Dann lass ihn mal vorbeilaufen, dann zieh ihn vorbei. Haha, lauf ihm hinterher direkt. Vielleicht kommst du da. Ja, ja, ja. Guck, guck. Ich war in ihm. Oh, kann er sogar stehen, wie nett. Wäre komisch, wenn er einen weggedrücken würde. Jawohl, nein, Turmball. Ja, das sah auch aus, verdammt. Das ist die ultimative Höhlenhöhle. Ja, aber hier sind noch Bälle, das sieht gut aus. Oh, fies. Da waren wir schon. Ja, frech, ey. Hey? Ja. Hallo! Oh. Es sei denn, es gibt zwei Stellen, die komplett gleich aussehen. Ja, die ist voll runter gerade. Ja, lässt sich nicht ändern. Wir verlaufen uns gerade voll. Gut, genau, dass ich nicht spielen muss. Nee, ich hab voll den Überblick. Guck, hier ist die Höhle und dann gehe ich nach links und nach oben. Mhm. Und zu dem. Verdammt, da geht's nicht weiter hoch. Dann geh nach rechts. Nicht perfekt. Nach rechts? Ja, einfach rechts halten. Rechts. Immer rechts halten, Kolle. Okay. Immer rechts halten. Und wenn ich links links bleiben will? Oh, Blutsauger! Oh, verwirrt und Steinbock. Warum kann ich nicht links bleiben? Weil das nicht geht. Das ist im Spiel nicht einprogrammiert. Oh, fertig. Muss immer rechts bleiben. Guck, hier ist noch ein toller Ort. Kolle, du machst was falsch. Was kommt jetzt? Jo! Yeah! Yeah! Ja, mein Gott, jetzt bin ich wieder happy. Scheiße. Ja, das heißt, du hast Favoriten im Spiel. Dippi-Raupi und Hippie-Taupsi waren auch nicht schlecht, ey. Ja, okay, Hippie-Taupsi hat auch geil. Shiggy hat gewarnt, als wir aus dem Poker. Oh mein Gott. Ich hätte aber auch geweint. Oh Mann. Ich finde, wir sind. Oh, yeah! Halt, was du los? Oh, Mann. Das konnte auch war schnell. Oh, ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Konnte, glaube ich, sogar noch mehr. Ja. Bei ein Igla. Okay, also, Eisturm ist auch schon. Ein Lederhelix. Oh, nice. Wann haben sie das gemacht, dass auch der Schaden angezeigt wird? War schon die ganze Zeit so. Weil es mit der RPG-Maker gemacht ist. Ja, wieder. Genau, deshalb. Ach so, nein. Bei den Dings gibt. In normalen Spielen? Ja, das ist so wie bei Rollenspielen. So, jetzt, ja. Und wie bei den normalen Rollenspielen. Daneben! Ja, war es bei RPG Maker eben so drin. Ja, das ist toll. Ja, das haben sie ja mit dem Ding auch gemacht. Ich brauche immer noch den RPG Maker. Das ist schon echt beeindruckend. Ich muss die Maps nochmal neu machen. Das ist schon echt geil. Das schafft Kleinstein ganz klar.
Nein. Oh, Kleinsteine, du Scheiße. Ja, du hast es doch dazu gezwungen, ja? Es ich wollte mal weglaufen, aber du hast es brutal. Nee, ich wollte es ein paar Mal. Du hast es getötet! Mörder! Und was habt ihr gegen Mörder? Eigentlich nichts, aber. Ja, seht ihr? Aber wir mussten es ja keine Vorurteile haben oder so. Willst du jetzt ernsthaft einen Belieber darauf? Okay, wir haben 9 Stück. Klar, will ich das. Hau mal die ganzen Dinge zum Remonda rein. Nein. Was wollen wir sonst damit machen? Essen. Ja, in Glumanda rein. Schwimmprofessor Eiche. Sonderbar. Eiche. Nein, logisch. Was ist das denn? Ich will nicht dieses Kleinchen mit dieser Muckfresse. Psst, alles wird gut, Bene. Es guckt mal so, als ob es schlecht geschissen hätte. Es hat schlecht geschissen. Oh, der scheiß Steine. Okay, es tut mir das leid. Brennt, ja, und tut völlig weh. Alter, Vater. Aber wenn der Erdfresser einmal so brennt, hat's vor. Und als Klopapier hat er nur Schmirgelpapier. Der! Yeah! Hat immer den Idealschuss, da freut er sich so. Yeah! Voller Kraft voraus. Machst du Bene, du wirst dich nicht zu fest. Wir sorgen uns endlich mal das Quartett. Ja, ja. Yeah. Und nicht ja, ja. Das ist ganz weit weg, das Quartett. Das müssen wir uns schon neu kaufen, wenn wir das haben wollen. Hier lang, oder? Ja, sicher. Ja. Ja. Oh, komm schon! Buh! Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Brot und Spiele! Colin hat sich verlaufen, wir haben uns nicht verlaufen. Colin hat sich verlaufen. Ah, okay, Steffen, erzähl mir mal bitte den Weg. Ja, du gehst jetzt nach oben. Nee, geh mal nach unten. Und dann durch die Treppe. Der war jetzt gut. Der war echt gut. Oh, ja, Alter. Die Leiter bin ich vorhin hochgegangen. Du laberst Unsinn, Colin, du bist verwirrt. Du warst noch nicht. Ich laber Unsinn und bin verwirrt, du sagst, es ist eine Treppe. Das ging daneben. Treppe, Leiter. Das ist alles das Gleiche, Mann. Das ist alles das Gleiche. Ist so, gucke, selbst Pierre gibt mir recht. Ja, außer ja, der Strecke. Das bedeutet nicht viel, Steffen. Geh mal die Strecke. Ich hab immer recht, Colin. Ja, gucke, jetzt bist du da und jetzt okay, weiter rechts. Colin, du gehst nach links. Warum gehst du nach links? Weil ich links bin. Links ist auch ganz toll. Je nachdem, ne? Düm, düm, düm. Und als nächstes gehe ich doch nach rechts. Wenn links so der rechte Weg ist, dann ist links auch. Haben wir Schutz? Ja, wir haben super Schutz gerade gefunden. Passt du gar nicht auf. Helf mal, Colin. Mann! Du bist verwirrt. Das ist ganz total. Na, könnt ihr beide mir sagen, was noch sonst noch für Items drin sind? Ups! Sonderbonbons! Außer Sonderbonbons! Beleber, Supertrank, Pokebälle, Superbälle haben wir. Wir haben einen Hyperball. Beleber! Sehen können, wie gut wir informiert sind. Volle Auswahl. Wir haben alles. Wo ist das? So, jetzt geh einfach mal dadurch und guck mal, wo du rauskommst. Sieht so aus. Ich glaube, ich keine Ahnung. Gucke, ich hab's gewusst, Mann. Nicht das. Das Saku ist in Fetchill City. Ist das etwa. Ist das etwa. Nee. Das, was ich denke? Nein. Ich hab mal anders. Ja. Italio, verdammt. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Ja, damit finde ich. So, Schocketraku. Oh, da ist was auf dem Stuhl. Geduld irgendwas nicht. Haben Sie die? Boah, ist das denn, ey? Was? Na, ich vermisse diese alte Team Rocket. Boah, der hat einen Stein zerbissen. Ja, das naja, es hat Hunger. Haha. Ich habe mir am Tag die Zähne. Ja. Absolut. Joa, Schillock. Surfer. Schillock. Chiller? Nein, das ist kein Chiller, ey. Ja, wir wollen Chiller! Ja, das wollen wir. Aber es ist immer so toll, wie schön schrecklich Chiller immer früher aussah. Wie so ein Mongo. Welches Pokémon? Hast man sich da Flor gesehen in Rot-Blau? Flurak fand ich cool in der letzten Folge. Das ist geil. Hast du mal dieser Flor gesehen, den du selber hast? Das ist oh ja, das ist auch ein Scheiße. Ja. Und Glutexo ist ein Bettvorleger. Ja, ich fand ich am geilsten, den Bettvorleger Glutexo. Wie so ein Bär. Er sah aus wie ein Bär dann. Wie so ein Bärenvorleger. Vielleicht war es ein Bär. Verdammt. Oh, ey, die Verfolgung. Die waren episch. Ah, natürlich. Wow. Die man am öftesten? Bitte? Am meisten. Ja, da war's. Aber wie viele Pokémon hat er noch? Warum lässt du das nie durchlesen? Ja, stimmt, da war ja was. Ne? Ja, das war nur sein weiteres Pokémon. Wie hat sein bietet sich das Radikal da gerade an? Nein, ja, es will, es will gezeichnet werden wie ein französisches Video. So kannst du. Ja, die Kassiererin, die ist die beste. Pokzoki. Bau dich wieder auf. Oh. Ja, also, damit hat es Trio. Soll ich Werbung machen für irgendwelche Nein, Pokémon? Lass mal lieber. Hey, oh, dann die Texte geklebt.
Komm ja nicht auf die Idee, hier rumzuschnüffeln. Die PCs sind nicht passwortgesichert. Oh Mann, die sind so gut. Es wäre arg unfair von dir, da jetzt unsere Pläne nachzulesen. Na dann, schauen wir mal nach. Was ist Mülleimer? Moment mal, es glitzert so komisch. Merkwürdig. Ja, erstmal Mülleimer. Oder gut poliert. Mal sehen, was die. Das ist eigentlich Venus-Text. War das? Achso, ja. Durchbrüsseln und Pokémon Blau. Durch die sind wir doch. Hab ich erstmal genug. Ja. Sind wir doch durch. Ah, durch die hier ist auch ein total offen. Das glaubt er, stimmt. Jetzt will man nichts glauben. Dem Schaubein hat die Pokémon von der Kunde Kontrolle. Kommt wurde, dass man kein Pokémon kaufen kann. Mies. Aber ja. Überall auf dem Boden verstreut. Ja. Top Genesung, hallo. Die haben vorher noch verloren. Ich frag mich, wenn jemand nach Pokémon verteilt. Hm? Der Weihnachtsmann? Ja, wahrscheinlich. Mit seinem Professor Eich. Ja, das ist ein riesengroßer Sack. Hatten wir schon. Ganz viele Pokémon. So, nach oben noch, ne? Da waren wir noch nicht. Die Maschine hat Augen. Ja, ah, das ist echt voll unheimlich. Kleinstein ist besiegt, Schillock, jawohl. Wir haben 9 Stück Haube. Schildkopf. Was haben wir denn da? Beleber. Ja, Top-Idee so. Lass mal Schneepika aufbauen. Was? Nein. Oh, da war die Musik gerade. Überspring nicht immer die Texte. Na, no, was ist denn los, Colin? Jetzt setzt Tauboga ein. Ja, hättest du mal Schneepika vorne gehabt, Colin. Mensch. Ich will sie jetzt alle platt machen. Ja, genau. Aber Stein die Vorentwicklung von Bird. Ich hab. Yeah. Ja, 3. Nee, das wird ein Free-Hit. Und du bist alle. Mach Intensität. Oder das. Wir tun das irgendwie. Das hätte nicht. Ja, ich hab auch leiser gestellt. Oh, shit. Und Schneepika ist fast im Marsch. Sherlock. Chillen. Surfer ist geil. Surfen wir eine Runde auf Tauboga. Ah. Ich wette, steht darauf. Surfer ist und bleibt einfach mein Lieblingsangriff. Egal in welcher Gen. Läuterfeuer, Junge. Läuterfeuer ist aber. WTF? Was war das? Das war Golbat. Ich muss mal sagen, wieder auf. Na, dann bauen wir erstmal was auf. Verdammt. Eine verstörte Fähigkeit. Benutze auch Donnerschock. Ja, ja. Eissturm ist stärker als Donnerschock. Ja, aber es ist ein Flugpokémon. Genau, das Eis auch sehr effektiv, Junge. Scheißegal. Du machst jetzt gefälligst Donnerschock, Colin, ja? Siehst du, guck, das Ding nicht daneben. So, er ist schon bei Donnerschock gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. 95%. Dass es daneben geht, oder? Genau. Und wie geht wieder das bei Windstoß? Wie viel Prozent bei Windstoß? 100. Das wie bei Zerschneider? 95. Auch das daneben geht. Wie viel bei Kratzer? 100. Wie viel bei Schlitzer? 100. Wie viel bei Erdbeben? 100. Gleich gibt Schläge. Wie viel bei Mega-Hieb, wo wir gerade bei Schläge sind? 85. Wie viel bei Mega-Kick? 70. Ja. Wie viel bei Donner? Du musst zum Besten. Ja, sag das Geld. Nee, das ist ja gar nicht mehr. Okay. Ach ja, komm, das ist schön viel Spaß. Ich hab Angst. Ich darf spielen, da war ich. Ich hab doch nicht. Mach mal eben wenigstens noch die Folge zu Ende. Colin, mach weiter. Ich will nicht gegen das Ding antreten. Sein Problem irgendwie. Was hat gerade eingesetzt? Gar ein Donnerschock. Colin, wie viel Donnerschock? Das hat mich gerade voll down gemacht. Wie viel bist? Oh, fies. 100. Das wird langsam langweilig. Okay, dann kommen wir mal zu den Spielen. Donner! Immer noch 70. Donnerblitz. 100 natürlich. Irgendwie gibt es da gar nicht so viele Varianten, ne? Und manche wie Hornbohrer? Hornball, Colin. 100. Und Hornbohrer 30. Alle Kälte. Dann frage ich mal so, sind alle diese Hornbohrer-Dinger 30? Ja. Okay, dann macht das schon viel leichter. Okay, Und fast alles ist 100 bis auf ein paar, und dann kenne ich sogar die Genauigkeit. Genau. Ja. Fies, ey. Wie viel hat Heuler, Colin? Gar keine. Der ist jetzt so cool. Und was ist, wenn Sandwirbel draufkommt? Was da? Heuler hat gar keine Genauigkeit, das trifft immer. Ja, aber wenn Sandwirbel kommt? Das hat keine Genauigkeit, insofern ist es scheißegal. Ach so. Und was ist mit Sternschau, Colin? Sternschau. Das hat auch keine. Oh, und? Aha. Und Raub? 100 natürlich. Raub hat immer. Kein Raub. Ja, das ist voll unheimlich. Ist so heftig, aber irgendwie ist es ja das. Ja, das war's mit der Folge. Das war's mit der Folge, alles klar. Colin ist verstört. Colin ist verstört.
Finde ich gut. Warum bin ich verstört? Das war wegen Speicher mal ab. Roshi, wenn du gestört bist, du warst. Dann bedanke ich mich. Hallo? Fresse halten, alle Fresse halten ganz kurz. Wir waren ein Training bei Muten Roshi. Muten Roshi. Tschüss. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.